Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur nächsten Folge für den Opel Manta A GTE. Ausgabe 23 ist am Start und es soll weitergehen mit dem Bau des Fahrersitzes. Wir haben schon viel geschafft in den letzten Ausgaben, das ist auch nochmal zur Erinnerung. So sieht das Ganze momentan aus. Da werden aber heute noch weitere Details angebracht und dann können wir erstmal sagen, okay, der ist soweit fertig und kann erstmal zu den Akten gelegt werden und dann können weitere Bauschritte in Angriff genommen werden. Also kurze, kompakte Ausgabe, wahrscheinlich geht das auch relativ schnell, aber ein kurzer Blick ins Heft zu den anderen Themen, den wollen wir uns natürlich auch wie gewohnt nicht ersparen. Deswegen geht es auch jetzt direkt los mit der nächsten Ausgabe vom Manta A GTE. Damose, Ausgabe Nummer 23. Ja, Ausgabe Nummer 23 ist am Start für den Manta A GTE und es geht weiter, wie gesagt, mit dem Fahrersitz, aber natürlich wie gewohnt erstmal ein kurzer Blick ins Heft zu den anderen Teilen und zwar Faszination Manta, steht ein Manta vor der Uni. Die 80er Jahre waren das Jahrzehnt des Optik-Tunings. Zum Stellvertreter der brachialen Auswüchse wurde der Manta B. Häme und Spott musste er ertragen, daran waren zwei Filme nicht unschuldig. Ja, dann geht's weiter mit den Opel Meilensteinen, bewegte Bilder mit Opel, Opel im Film, Opel und die bewegten Bilder, Opel als Kamerawagen, eine vielfältige Geschichte. Das ZDF ließ spezielle Admiral mit schrägen Heck, mit schrägen Heck als Teamwagen bauen. Vogt konvertierte Opel Kapitän zu Schnellwagen, zu Schnellreport. Was? Ach. Vogt konvertierte Opel-Kapitän zu Schnellreportagewagen. Mein Gott. Schwieriges Wort. Und dann haben wir noch im Spiegel der Konkurrenz. Autofilme gab es viele. Kein automobiler Filmstar erlangte größere Berühmtheit als Walt Disneys Herbie. Der Käfer verfügte über außergewöhnliche technische Fähigkeiten und zeigte sogar Gefühle. Da ist er, der Herbie, der weltbekannte perlweiße Käfer im Jahr 2005 im Automobilforum unter den Linden, aufgenommen anlässlich der Filmpremiere des 5. Herbie-Kinofilms. Jo, das soweit zu den Themen. Und jetzt zum Bauschritt, der heute ein klein wenig kürzer ausfällt als in der letzten Ausgabe. Der Fahrersitz, Teil 4 ist dran und damit sollen wir den erstmal beenden, den Fahrersitz. An der Unterseite des Sitzkissens werden das Unterteil und eine Aufnahme befestigt. An der Aufnahme wird dann noch die Sitzkonsole montiert. Der Hebel zur Sitzverstellung wird ebenfalls mit angebracht. Da haben wir die drei Teile. Einmal Unterteil des Sitzkissens, dann die Aufnahme der Sitzkonsole haben wir hier, dann die Sitzkonsole an sich haben wir hier und den Hebel haben wir dort. In Real sieht das Ganze so aus quasi. Die Teile hole ich einmal raus und dann lege ich mir die Schrauben zurecht und dann geht's wie gewohnt los. So, es kann losgehen, alles ist vorbereitet und wie ich gerade gesehen habe, es sind ziemlich viele Schrauben dabei, muss ich sagen, aber dafür weniger Bauteile, also werden da wahrscheinlich viele Sachen gleich mit verschraubt. Aber gut, Hauptsache es hält. Ja, es geht los mit der Aufnahme der Sitzkonsole und das Unterteil des Sitzkissens. Das ist einmal das Unterteil des Sitzkissens. Das kommt gleich zum Einsatz und die Aufnahme der Sitzkonsole, da muss ich mal gucken tatsächlich, welche das war. Das müsste eigentlich, ja, jetzt mal eben gucken, dass man nicht das falsche Ding verbaut. 23B brauchen wir, das ist dann die flachere, das flachere Bauteil von den beiden. Genau, das ist diese hier, die brauchen wir zuerst, mit dem L auch markiert. Für den linken Sitz quasi. So, das Ganze wird einmal aufgesetzt. Jetzt muss ich nur gucken, wie rum das Ganze. Und zwar mit den, kann man super erkennen an den Bildern. Okay, es soll einfach zusammengesteckt werden. Mit der Seite, wo hier zwei kleine Löcher sind, quasi von da aus gesehen hier auf diese Seite. So soll das übereinander gelegt werden. Geht das überhaupt so? Ich
glaube nämlich gerade nicht. Dann habe ich gerade doch falsch geguckt. Doch andersrum. Nee, kann auch nicht sein. Weil so kommen die Schrauben gar nicht zum Einsatz. Oder ich drehe das Ganze falsch rum, das kann natürlich auch sein. Da muss man es doch richtig rumdrehen. Ah. Oder auch nicht. Sag mal, bin ich doof. Kann doch nicht sein, dass das nicht passt. Ich hab's gleich, liebe Leute. Das kann ja nicht sein, dass ich das nicht hinbekomme. Ach so, andere Seite. Okay, ich soll diese Platte nehmen, so wie es aussieht. Ja, okay. Und jetzt geht mir ein Licht auf. So müssen die ganzen beiden Teile quasi übereinander gelegt werden. Ah, und sieh an, es passt. Ist ein Ding. Und von der anderen Seite. So, und jetzt hier. Mein Gott. Ich merke, das Video zeige ich gerade an einem Sonntag auf. Ich merke, ich bin durch mit der Welt. Ich soll diese jetzt miteinander verschrauben mit zwei von den AP-Schrauben. Mein Gott. Soll ich das schneiden? Ich glaube, ich lasse es diesmal. Manchmal mache ich ja solche Ausläufer, die hier zu lange dauern. Die schneide ich dann raus. Aber ich glaube, die lasse ich mal drin. Oh Mann. Naja. Aber man lernt dazu, irgendwann passt's. Einmal. Da seid ihr. So. Damit haben wir das soweit. Wie es aussieht. Montiert. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich so soll. Weil es ist nicht wirklich gerade. Soll das so sein? Ich glaube nicht. Ich habe die Vermutung, dass ich das Ding trotzdem falsch angeschraubt habe. Ich bin gerade etwas überfragt, ob das so soll. Weil ihr seht, das ist auch ein bisschen versetzt hier. Ein bisschen merkwürdig. Ich guck mal, ob das so soll. Ich werde es ja gleich sehen. Auf jeden Fall kommt jetzt einmal die zweite Platte dazu. Noch nicht die Platte. Jetzt soll das Ganze, dieses Stück, erstmal mit dem Fahrersitz verbunden werden. Und zwar hier, beziehungsweise mit dem Sitzkissen. Da soll das Ganze eingesetzt werden. Das geht auch nur in eine Position und siehe da, okay, es scheint doch zu passen. Na gut, okay. Anderweitig würde man das Ganze nicht festkriegen, okay. Und hier haben wir noch vier Schraublöcher in den vier Ecken. Die werden jetzt benutzt mit vier weiteren AAP-Schrauben. 1, 2, 3, 4. Tun wir. Einmal. Zweimal. Bisschen ungünstig zu halten, der ganze Fahrersitz. Mal so seht ihr jetzt relativ wenig davon. Obwohl das im Anschluss quasi dann selbsterklärend ist, wo ich hier verschraubt habe. So, da seht ihr es. Die vier Schrauben links in den vier Ecken sitzen drin und haben das Ganze dann fixiert. Gut, das haben wir auch. Und dann fehlt eigentlich nur noch die andere Platte, beziehungsweise vielleicht kommt der Hebel noch, aber jetzt kommt diese Platte noch zum Einsatz. Das ist die Sitzkonsole an sich. Die soll jetzt zur Aufnahme
geführt werden, und zwar mit dieser ausgestülpten Seite, mit diesem Rahmen und diesem Rand quasi jetzt zum vorderen Ende des Kissens quasi. Genau, das soll einfach drüber gelegt werden. So. Der hätte so quasi, ja, kann man sagen, Schienen sind hier drin und hier die entsprechenden Gegenstücke davon. Das heißt, das kann man so einfach drüber schieben. Okay, ja, das sitzt schon mal und wird jetzt fixiert mit zwei FP-Schrauben. Das sind ziemlich lange Schrauben, wie ihr hier sehen könnt. Da sind sie. Damit die auch wirklich durch alle Bauteile durchgreifen quasi. Nee, die sollen da gar nicht verschraubt werden, Entschuldigung. Falsche Löcher, nicht in die Mitte, da nicht verschrauben, sondern hier an den Seiten. Hier sind zwei Löcher, da soll das Ganze verschraubt werden, so wie es aussieht. Ja, genau. Bitte nicht voreilig einfach drauf losschrauben, weil dann hat man gleich einen Fehler, der nicht sein sollte. Muss aber auch nicht gerade einfach mit so einer langen Schraube durch so ein kleines Loch zu gehen. Ja, es geht ja gut, es geht ja super. Ja, wenn die Schraube einmal sitzt, dann geht das. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber gut. Einmal. Und das Ganze auf der anderen Seite nochmal genauso. Geht das vielleicht so besser? Ne. Ja gut, wenn es einmal losgeht, dann ist es schon mal gut. Eben nur sehr lange Schrauben, das heißt, dauert ein bisschen, bis sie alle drin sind. So, weiter geht's nicht, aber das Gute daran ist, wir können dieses Teil, beziehungsweise, wenn man das so sieht, können wir den Sitz quasi, ja, nach vorne klappen. Das ist der Sinn des Ganzen gewesen. Gut, haben wir. Und dann fehlt noch der Hebel, der mit angesetzt wird. Da gibt es auch nur eine Positionierung. Nämlich in diesem kleinen. Da müssen wir darauf achten, dass der Hebel ihn ja, nach vorne zeigt, quasi zum vorderen Ende des Sitzes schaut. Der wird einfach eingelegt, beziehungsweise dann auch mit einer, wahrscheinlich einer DP-Schraube, das sind nämlich noch die, die wir nicht gebraucht haben, dann das Ganze fixiert wird. Da wünscht man sich wieder ein paar mehr Finger, um drei Teile mit zwei Händen an Ort und Stelle zu halten. Aber das klappt auch, wird festgeschraubt und sitzt wunderbar. Da ist er, der Hebel, den könnt ihr dann sehen. Und damit haben wir den Fahrersitz soweit erstmal vervollständigt. Alles dran, wir können die Lehne bewegen, die Rückenlehne, der Gurt ist mit dran und die Sitzkonsole ist mit dran, sodass wir ihn auch dann nach vorne kippen können. Wunderbar. Das ist das Ergebnis von ja, Ausgabe insgesamt 20 bis 23. Heute der 23. Der erste Sitz, der Fahrersitz ist, wie man hier sehen kann, verbaut. Wunderbar. Ja, damit haben wir alles erledigt für heute. Und wie gewohnt schauen wir noch mal kurz rein in die nächste Ausgabe, was uns dort an neuen Bauteilen erwartet. Ja, Ausgabe 23 ist verbaut und damit erst einmal die der erste Sitz quasi vervollständigt. Er lässt sich nach vorne und hinten bewegen oder beziehungsweise komplett nach vorne kippen.
Das ist wunderbar. Ja, wie geht es weiter in der nächsten Ausgabe Nummer 24? Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Ausgabe 24 sehr, sehr kurz sein wird. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass ich euch in dem nächsten Video eine Doppelfolge zeigen werde, beziehungsweise muss ich allgemein noch auf die nächste Abo-Lieferung warten mit den Ausgaben 24, 25, 26 und 27. Und ich hoffe, dass ich da auch dann wieder alle vier Videos machen kann und nicht wieder irgendwie was dazwischen kommt und ich dann einige Videos in die Tonne hauen kann. Das wäre ein bisschen schade drum. Deswegen hoffe ich mal, dass es nächstes Mal dann besser funktioniert. Ja, kurz zu den Themen. Was gibt es nächstes Mal? In Ausgabe 24 dann zumindest zu lesen. Faszination Manta, Living in America, Opel Meilensteine, Fremdwerbung mit Opel und im Spiegel der Konkurrenz Sportcoupé aus Lada Boleslav. Das gibt's und natürlich neue Bauteile. Wir bekommen in der nächsten Ausgabe die ganzen Teilchen hier. Und zwar haben wir Mittelkonsole, Aufnahme, Schalthebel, Schalthebelknopf und eine Schutzkappe. Das gibt es in der nächsten Ausgabe. Wie gesagt, dauert noch ein bisschen, bis die dann bei uns ist. Aber keine Sorge, auf meinem Kanal ist ja immer ein bisschen was zu sehen. Neben dem Manta laufen ja noch andere Projekte. Also da sollte genug Stoff, denke ich mal, für euch da sein, wenn ihr an meinen Videos Interesse habt. Wenn ihr Interesse habt, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise meinem Kanal, auch wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn hier neue Videos online gehen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich bald in der nächsten Ausgabe 24, vielleicht auch 25, Doppelfolge, ihr werdet es dann ja sehen, mit dem Opel Manta dann wieder. Bis dahin noch ein paar wunderschöne Tage und wir sehen uns dann schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal.